So, willkommen zurück zum zweiten Teil von The Cave. Wir waren hier stehen geblieben bei diesem hübschen kleinen Monster. Und wir müssen irgendwie versuchen, es da wegzulocken. So, jetzt schauen wir mal weiter. Im letzten Teil gesehen, hier geht es auch noch irgendwie hoch. Okay, hier sind so Bilder. Die kann man einsammeln. Das ist jetzt ein Bild von der Wissenschaftlerin. Okay, hier können wir sehen, wie viele Bilder wir schon gefunden haben. Wir machen einfach mal weiter. Ich muss jetzt nicht jedes Bild mitnehmen, aber was so auf dem Weg liegt, das schnappen wir uns einfach. So, hier ist ein alter Brunnen. Eben am Eingang haben wir gesehen, da war ein alter, defekter Brunnen. So, was haben wir hier? Ein Sicherungskasten. Den hatten wir ja auch schon da unten, wo der Getränkeautomat war. Nur, dass da keine Sicherung vorzufinden war. So, hier haben wir einen Greifarm. Ist mehr oder weniger ja über diesem Monster. Okay, wie war das noch? Ein Hebel und so. Wollen wir den mal bedienen? Okay. So, jetzt haben wir hier Wasser und Strom. Jeder, der brav in der Schule aufgepasst hat, sollte wissen, keine gute Kombination. Deswegen lasse ich da jetzt auch mal die Fingerchen von. Er ist recht als Ritter, so schön mit einer Metallrüstung, kommt, glaube ich, nicht gut. Jetzt gucken wir mal weiter. So, hier haben wir einen alten Brunnen. Bedienen wir den doch mal. Oh, okay. Jetzt haben wir hier eine Kurbel. Nehmen wir die doch einfach mal mit. Brecheisen merken. Liegt jetzt da oben. So, hinten war der kaputte Brunnen. Dann wollen wir doch zu dem nochmal zurück. Hopp. Nicht da hoch, Junge. So. Wegwerfen. Wollte ihn da dran machen. So, okay, jetzt ist er nicht defekt, jetzt ist er ganz kaputt und unbrauchbar. Nehmen wir mal das Bildchen mit. So, da haben wir unseren Ritter und einen Bauernjungen. Weiter geht's. Was man eben nicht so gut sehen konnte, ist, durch das Kurbeln an dem Brunnen haben wir hier jetzt einen Eimer. Den nehmen wir uns wieder mit. Hep. Und mit diesem Eimer können wir jetzt hoch zu diesem Sicherungskasten, wo das Wasser tropft. So. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, können wir den Wassereimer da jetzt draufstellen auf diesen Sicherungskasten. Ich hoffe, er macht das auch jetzt und packt da nicht rein. Ha, tschakka. So. Auch wenn ich im wahren Leben jetzt trotzdem nicht unbedingt in diesen Sicherungskasten reinpacken würde, mache ich das in dem Fall mal. So, da haben wir jetzt die Sicherung rausgenommen. Der Hebel, der funktioniert, dürfte jetzt nicht mehr funktionieren, weil kein Strom, genau. Sagt unser Ritter. Viel deutlicher kann man unter so einer Rüstung auch nicht sprechen. Junge, lass los. So. Ja, ihr seid noch ein bisschen arbeitslos, aber der Ritter ist irgendwie immer schon mein Lieblingscharakter gewesen hier in dem Spiel. So, dann hauen wir jetzt hier mal die Sicherung rein. Und schon laufen hier die beiden Automaten. Bevor es weitergeht, erstmal was zu trinken. Lecker, lecker. Grüß dich. So. Hotdog nehmen wir auch direkt mit. Nein, das ist Hotdog nehmen. So, wie man schon
der Größe entnehmen kann, ist das eher nichts für Menschen, sondern für unser kleines Monster da hinten. Weltweit bekannt, das kleine Monster gerne große Würstchen essen. So, wie ging das noch? Mach das da auf diesen Stachel drauf. Zack. So. Ganze Trick ist jetzt, dass wir einen unserer Charakter hier an diese Glocke positionieren müssen, um die dann zu läuten. Dann wird das Monster wach und einen anderen Charakter müssen wir oben an diesen Greifarm positionieren, der dann blitzschnell den Greifarm bedient und somit das Monster nach oben zieht. Aber, so, du, dich lassen wir schon mal hier stehen. Unser Greifarm funktioniert noch nicht, weil wir die Sicherungen noch woanders haben. Deswegen, zack, wechseln wir mal zu unserem Mönch. Er wartet auch schon brav. So, zack. Heute keine Hotdogs und keine Getränke mehr. Aber es kommen eh keine Besucher. The Cave hat geschlossen. So, hoch mit dir. Mal runter zum Ritter. Wenn das Ganze nicht klappt, sind wir natürlich unsere Wurst los und müssen den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Ritter. Hoch dahin. Wir greifen uns. Oh, das war knapp. Armes kleines Monster. Und tschüss, wir sind weg. So, die anderen müssen dann jetzt auch hinterherkommen. Hier haben wir, glaube ich, noch ein Bild für den Mönch, so wie das aussieht. Gucken wir uns auch noch an. Nehmen wir uns auch noch mit. Genau, da haben wir den kleinen Mönch vor dem Tempel. So, weiter geht's. Super schön auch die Atmosphäre hier in der Höhle. Was haben wir da hinten? Den Tiefenturm von Pisa. In dem Fall auch richtig, der tiefe Turm, weil wir sind ja unterirdisch. So, und weiter geht's mit einem beherzten Sprung. In der Hoffnung, unsere Ritterrüstung rostet diesmal nicht. Das Flugzeug, wie auch immer das hier runtergekommen ist, egal. Geht's weiter? Eine Flamme. Nicht reinpacken. Okay, dann lassen wir das. Was haben wir hier? Sprengstoff. Geht's nicht weiter, aber der Stein sieht dann doch sehr porös aus. Gehen wir mal weiter hier runter. Immer wieder diese Sprengstoffzeichen. Kiste mit Dynamit. Okay, wir hatten oben eine Flamme. Porösen Stein, Dynamit. Was sagt uns das? Silvester. Okay. So. Hier heißt es dann auch wieder schnell sein, weil so eine Ritterrüstung hält natürlich auch nicht so viel aus. Okay, anzünden. Und rüber, mein Junge. Lass los. Sonst lässt du immer alles los. So, gucken wir mal, da geht's weiter. Da kommen auch schon unsere Spielgefährten. Was haben wir denn hier? Bester Angestellter aller Zeiten. Nehmen wir doch mal mit. Könnte doch eins unserer Souvenirs sein. So, geht's hier noch weiter. Hoppala. Okay.
Okay, Rattengift. Auch ein hübsches Souvenir. Das ist eins der Gegenstände, die wir jetzt gleich diesem netten Verkäufer im Souvenirshop bringen müssen. Aber da jeder Charakter nur eine Sache tragen kann, muss das jemand anderes übernehmen. Also gehen wir erst mit dem Butter wieder hoch. Jetzt hier weiter. Gehen wir mal zur Wissenschaftlerin, weil ich glaube, dieses Terminal, was man da sehen konnte, an diesem Schalter, wo wir jetzt den Ritter platziert haben, genau, die kann das, glaube ich, bedienen. Wie? Wieso? Dann lass es halt bleiben. Dann stell dich da hin. Und wir gehen mit dem Ritter einfach mal weiter. Ah, okay. Da war das nächste Souvenir, glaube ich. Ein handlicher Sarkophag. Wer kann den nicht gebrauchen? Okay, hier ist ein Aufzugsknopf. Holen wir mal den Aufzug runter. So, stell dich schon mal dahin. Wieso nicht? Ah! Geht doch! Muss nur den richtigen Knopf drücken, dann funktioniert das hier auch bei dem Spiel. So, gucken wir doch mal. Hier unten war noch was. Du nimmst das Rattengift. Du hast einen weißen Kittel. Wenn was passiert, du kannst dir selber helfen. Zack. Auch dahin, dann fehlt uns jetzt nur noch der Mönch, den holen wir jetzt auch. Achso, das hatten wir schon. Ja, manchmal verliert man so ein bisschen die Orientierung hier. Nee, da müssen wir noch nicht hin, oder? Doch. Genau, da ging es noch hoch. Du nimmst dir den handlichen Sarkophag und dann haben wir unsere drei Souvenirs auch schon komplett. Hier bei dem netten Mann da oben bringen können. Okay, wie ging es hier nochmal hoch? Ich glaube, Knopf drücken und schnell draufstellen. Ha! So, da sind wir oben. Jetzt sind wir auch wieder hier bei unseren Automaten, wo wir gestartet sind. Da schließt sich der Kreis. Dann nehmen wir mal die Leiter hier hoch. Zum Glück haben wir alles nur so sportliche Typen hier dabei. Na. Oh, guck mal, was ich hier für dich habe. Ah, super, die anderen kommen direkt hinterher. Ich dachte, ich müsste jetzt alle einzeln. Well, that's one trinket. A far cry from three trinkets. Ja, ja, jetzt geduld ich mal ein bisschen. Der zweite kommt ja schon. Hier, Rattengift, njam, njam. Ah, trinket numero two. Maybe I didn't pay attention during math class, but two is less than three. Ach, wirklich. Da wir in Mathe alle super aufgepasst haben, können wir auch wie bis 3 zählen. Hier ist Nummer 3. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. So, jetzt haben wir alle Souvenirs hochgebracht. Und wie es dann jetzt weitergeht, schauen wir uns einfach im nächsten Teil an. Bis dann.